Mit ihrer grenzüberschreitenden Ausstellung Kunst in der Fabrik ermöglichen 11 Künstler aus 3 Nationen den Menschen einen Zugang zur Kunst. Druckgrafik, Glaskunst, Malerei und Skulpturen sowie Eisenkunst, Fotografie und Edelstahlobjekte erwarten den Besucher im BITZ-Park in Oberbruch. Ein Jahr organisatorische Vorarbeit. Dutzende Kunstwerke unterschiedlichster Art und 11 Künstler aus 3 Nationen. Alles für ein großes Ziel. Die im BITZ-Park in Oberbruch auf einer Fläche von über 3000 Quadratmeter präsentierte Gemeinschaftsausstellung Kunst in der Fabrik. Vor ungefähr einem Jahr kam Ruth Schubmeier zu mir und fragte mich, ob ich mir vorstellen könnte, eine größere Ausstellung zu planen hier im BITZ-Park. Und da habe ich direkt zugesagt und auch direkt Kontakt aufgenommen zu belgischen und niederländischen Künstlern, die ich auch gut kenne von meinen Ausstellungen im Ausland. Und dann fing die Planung an, bis hin zum Katalogherstellung, bis zur Fertigstellung der Ausstellung in der letzten Woche. Eine dieser langjährigen Beziehungen besteht zur niederländischen Malerin Marleen Hansen, deren Bilder oftmals einen Blick in ihre Seele ermöglichen. Ich bin Malerin geworden, weil das ist etwas, was ich muss machen. Es kommt auch aus meinem Körper. Und ich sage immer, ich kann nichts anderes, ich kann nur malen. Und meine Gemälde reden mit den Leuten, die kommen zum Gucken. Und die können dann zum Beispiel sehen, wie ich mich fühle, bin ich froh, bin ich das nicht. Aus den Begegnungen mit den Menschen, insbesondere auch denen anderer Kulturen, entstehen immer wieder neue Kunstwerke. Mit der Materie, die Farbe und was ich dann auch immer untermische, entsteht nach ganz vielen Schichten, entsteht dann das Gemälde. Und die Formen ändere ich, aber es bleibt immer, was ich da erlebt habe. Für die Organisatoren des Projektes ist der Titel ihrer Ausstellung aus mehreren Gründen äußerst passend für ihr Event. Der Titel unserer Ausstellung lautet Kunst in der Fabrik, You Limited. Und hat 2 Urgedanken. Erstmal, weil wir die wunderbare Halle zur Verfügung gestellt bekommen haben, wo wir alle unsere Arbeiten auch wirklich gut präsentieren können. Zweitens wollten wir darauf aufmerksam machen, dass es nicht selbstverständlich ist, dass wir offene Grenzen haben. So sind 11 Künstler zusammengekommen aus 3 Nationen. Und wir tauschen unsere Arbeiten aus, wir tauschen unsere Urgedanken aus. Und wollen hier gemeinsam präsentieren, dass wir das nicht alles als selbstverständlich hinnehmen. Fotografie ist die Leidenschaft von Luisa Donner und Birgit Merle. Während die Faszination des Phänomens Zeit und Vergänglichkeit die Arbeiten der Wegberger Fotografin Birgit Merle prägen, ist es für Luisa Donner wichtig, ihre Gefühle und Beobachtungen durch die Verbindung zwischen Fotos und Text zum Ausdruck zu bringen. Und dabei auf Missstände aufmerksam zu machen und sozialkritisch Stellung zu beziehen. Ein Projekt, was seit 2 Jahren sich schon entwickelt und auch eigentlich kein Ende kennt, wie die Welt auch kein Ende irgendwie in ihrer Entwicklung nimmt, was sich damit beschäftigt, wie wir Grenzen ziehen bei uns selber, wie in der Welt immer wieder Grenzen gezogen werden, auf die man keinen Einfluss hat, wie man auf der Suche nach sich selber ist, nach Heimat, nach Identität. Während Ingrid Capozzi, die seit 2015 hauptberuflich als Glaskünstlerin arbeitet, sich dem zerbrechlichen Material in Kombination mit Farbe, Gewebe, Papier oder Metall verschrieben hat, ist es für Marten Vasen und Wilfried Kleiber gerade dieser Werkstoff Metall, der sie zu immer neuen Objekten inspiriert. Wir beide sind Bildhauer, das ist Martin Vasen. Marten macht rostige Objekte. Wir kennen uns seit vielen Jahren von vielen Ausstellungen. Wir sind mittlerweile ganz gute Freunde geworden. Ich fertige Edelstahlobjekte. Ich bringe sehr, sehr weiche und warme Formen in das Edelstahl rein, wie man das eigentlich von Edelstahl nicht gewohnt ist. Auf Ausstellungen fragen mich immer wieder viele Leute, ob man die Objekte mal anfassen darf, weil sie verleiten geradezu, die Rundungen zu ertasten und zu erspüren. Normalerweise darf man sie nicht anfassen, bloß wenn ich dabei bin, ist es kein Problem, dass die Leute wirklich mal die warmen und weichen Rundungen fühlen. Auch bei der Erkelenzerin Beate Bünken
ist jedes Stück ein Unikat und so nicht wieder reproduzierbar. Denn in die als Grundlage dienenden Leimbinderblöcke wird nach jedem Druck wieder neu hinzugeschnitzt. Ich bin hier die Holzdruckerin und Holzschnitzerin. Das ist ein Druckstock von mir, den ich selber beschnitze, alle vier Seiten unterschiedlich. Davon drucke ich dann diese Holzdrucke auf Büttenpapier. Das ist echt Büttenpapier, handgeschöpft, 300 Gramm schwer. Ich gebe hier die Farbe auf und viele denken, ich stempel ab, aber ich drucke ab. Das bedeutet, dass ich das Papier auflege und mit einem Spatel langsam Schritt für Schritt das Motiv eindrücke in das Papier auf der unterliegenden Seite. Kunst in der Fabrik Unlimited. Eine außergewöhnliche Ausstellung mit außergewöhnlichen Künstlern.